Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Svent Fleuron. Jungfüchse stöbern einen Igel auf. Eines Morgens, während die Jungfüchse die Heimkehr des Alten erwarten und sich die Zeit durch ein lustiges Haschenspiel vertreiben, kommt aus der Saat ein Stacheltier hervor. Ohne etwas Böses zu ahnen, trabt es den Abhang hinab und sieht sich auf einmal von den jungen Füchsen umringt. Der Igel ist sehr überlegen. Keck hebt er den sich krampfhaft bewegenden Rüssel und misst die Burschen. Zwei von ihnen fahren los. Das Stacheltier muss sich zusammenrollen und die Bajonette aufpflanzen. Aber dann rollt und rollt es, bis an den Fuß des Abhangs hinab. Hier versuchen die Jungen, ihm wieder den Weg zu versperren. Sie finden, dass es spaßig aussieht, wie das Tier da im Laufen eben nur den Kopf von der Rüstung frei hat. Es gleicht einem kleinen, wandernden Schlehengesträuch. Aber der Igel begegnet jedem Biss durch ein rasches Anhalten und ein plötzliches Anziehen der Nase, wobei seine pfriemenspitzen Stacheln jedes Mal eine Fuchsschnauze treffen. Das tut verteufelt weh. Das Fuchsjunge niest und siegesstolz und triumphierend bewegt sich der Igel weiter. Währenddessen kehrt der Alte heim. Er geht gerade auf das Stacheltier zu, dreht es auf den Rücken um und hebt unbefangen den einen Hinterlauf darüber weg. Ein Schlag durchzuckt den Igel. Er öffnet die Stachelgitter und steckt neugierig den Rüssel hervor. Da ist der Alte nicht faul. Seine Fänge bohren sich tief in den ungeschützten Bauch des Igels hinein. »Seht ihr, so skalpiert man dergleichen«, knurrt er in die Schnurrbarthaare hinein. »Merkt euch das, ihr Igeljäger!«